So, da sind wir auch schon wieder. Ich muss jetzt was kurz an die Tür. Ich dachte, sie kommen heute nicht mehr. Die mussten nur kurz was holen. Deswegen war ich jetzt kurz weg. Ich wollte gerade neue Ländereien verteilen. Also eigentlich alte Ländereien. Gut. Dann. Das hat sich ja gerade erledigt. Ist immer noch einer dabei. Schauen wir mal, ob wir ihn auch loswerden können. Offenbar. Preußen, im Augenblick nicht. Im Augenblick habe ich vor, ein bisschen Macht mal zu erhalten, was aktuell relativ schwer wird. Captain Chaos, niedere Titel mit einschließen bedeutet, dass er auch die Herrschaft über die Titel drunter kriegt, also die Barone und die Graf, Herzöge drunter. Und wenn du den Titel hältst, dann kriegt er sogar selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Herzogtum gebe und das Häkchen drunter nicht habe, kriegt er zwar das Herzogtum, aber die Grafen bleiben aus irgendwelchen Gründen meine Vasallen. Das finde ich jetzt halt auch relativ seltsam. Und deswegen mache ich das im Normalfall auch, dass eben die Niederen mit eingeschlossen sind. Irgendwie sind alle auf meiner Seite, wenn es darum geht, Leute umzubringen. Ist doch cool. Auf eine Hofjagd gehen. Ich werde sterben, das weiß ich jetzt schon. Kann ich noch ein Gefolge ausheben oder bin ich schon voll? Ich bin schon voll. Ich mache ganz gutes Geld. Mein Handelsposten ist fertig, nehme ich nicht an. Stärkung, Garnison. Genau. Drin für sich keine Spur zu meiner Mitarbeiterschaft. Sehr schön, sogar hat sich das. Das beste Gefolge. Relativ einfach. Das unterste. Warum? Weil das unterste normalerweise das kulturelle Gefolge ist. Das Duell wurde nie wieder erwähnt, mit dem man keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ja, also prinzipiell, sollte man es in meinen Augen mischen, wenn man natürlich auch einen Fokus haben sollte. Und ich würde eigentlich immer drauf gehen, dass man eben das kulturelle Gefolge nimmt. Also je nach kommt natürlich auch auf das kulturelle Gefolge, aber die Huskale zum Beispiel als schwere Infanterie sind ziemlich stark. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass ich ja auf mein Gefolge relativ viel zum Plündern nutzen will. Von daher könnte man auch eher nach Zahl gehen als nach Stärke, weil die Zahl in dem Fall ja eigentlich fast schon wichtiger ist. Wir schaffen das. Mein Sohn endlich mal erwachsen? Nein, natürlich nicht. Natürlich, warum nicht? Upland 1244, 10 Prestige, okay. Komm du mal her und fühle das, obwohl... Ja, ich könnte halt immer, obwohl, dann kann ich ja wieder nicht plündern. Das mit dem kleinen Gefolge ist echt problematisch für mich. Ist unpraktisch. Ja, er müsste halt, wie gesagt, erstmal erwachsen werden, hätte man zumindest eine Chance. Kalare Bolten, sehr praktisch. Du darfst Militärtechnologie forschen. Was ich jetzt halt auch bräuchte, wäre Militärorganisation, was mein Gefolge erhöht. Genau, weil da fiel mir einiges an Punkten. Ja, das Gefolge erholt sich nur noch sehr, sehr langsam. Inzwischen kann ich wenigstens eigene Schiffe ausheben, das ist schon ein bisschen was wert. Wenn auch nicht viel natürlich. Naja, schade, drinnen nicht, wenn es da drin ist, bis es erwachsen ist, sonst gebe ich es nur aus. Achso, das stimmt natürlich. Dass ich es dann verliere, notfalls.
Habe ich das nicht gerade gebaut? Prozent. Ich brauche 80 von 69. Nur 80% von 69 sind, dann brauche ich 56. Aber natürlich, Markus Anton, ich freue mich schon ganz groß drauf. Da muss ich noch ein bisschen drauf warten. Endlich hat er es eingesehen. Der nicht. Das hier könnte auch noch alles dazu, okay. Das Kaiserreich von Schweden, was braucht, fehlt mir da alles? 8000 Prestige, wow, das dauert noch ein bisschen. Drei Königstitel brauche ich erstmal nach Finnland, dann kann ich Skandinavien auch gründen. Ich überlege jetzt gerade, was ich noch groß tun könnte. Während ich sozusagen eigentlich auf mein Gefolge hauptsächlich warte. Ich könnte kurz hingehen und einfach Jamtland mal kurz einverleiben. Naja, ist mir schon klar, dass meine Macht halt sehr gering ist. Kann ich halt auf die Schnelle auch nicht wirklich was dran ändern. Das ist halt das Problem. Ist halt jetzt aktuell so. Aber jetzt eigentlich mal die Kriegskunde auf alle Küstenregionen. Sieht nicht so aus. Großer heiliger Krieg. Ach, wahrscheinlich kein Kriegsgrund, sondern irgendwas anderes. Doch, ein Kriegsgrund. Die Jura-Ansprüche. Ja, ich hätte einfach nicht so früh reformieren dürfen. Aber das weiß man am Anfang dann nicht. Wenigstens die funktionieren alle relativ gut. Warte ich mal. Ah, der ist, oh, ist wahrscheinlich gerade im Alter gestorben, nachdem es kein Event dafür gab. Ja, es ist alles nicht so wunderbar funktioniert. Lassen wir mal Kinder frei. Er hat schon gern Kinder im Gefängnis. Find's recht lustig, dass Kinder die Dings nicht kriegen, die... das sieht seltsam aus. Die Gitterstäbchen. Dass sie sich das nicht getraut haben, Kinder hinter Stäbe zu setzen. Schauen wir mal, wie wir alles Lösegeld kriegen. 10. Nein. 10. 26. Hey. 10. 46. Sehr schön. 10. Gab es noch nicht mal eine Modifikation, wo man für alle einfach Lösegeld fordern konnte? Wobei, die war sogar ein bisschen stärker als das Lösegeld fordern.
Weil da ist es jetzt aktuell so. So ein Titel, warum kann ich dich verbannen? 1,7 Gold wird konfisziert. Verdammt, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, das war so diese Modifikation, man hat so eine Entscheidung gehabt, wo man für alle Lösegeld feuern konnte. Und die hat sogar einen, war sogar in einem Bezugpunkt sogar stärker. Und zwar hat die auch dann Lösegeld gefordert oder durchgesetzt, wenn derjenige, der im Kerker war, also wenn es der Lehnsherr, der ja eigentlich gefragt wird, nicht zahlen konnte, aber er selber, dann hat es dieses Event trotzdem durchgezogen. Was ich eigentlich relativ sinnvoll finde, dass jemand sein eigenes Lösegeld zahlt, wenn er kann. Kriegsgrund auf alle Küstenprovinzen trifft sich natürlich relativ gut mit dem ganzen Sinn der der Dings zusammen, dass man eben erst sage mal mit den Handelspunkten. Gattin, ich habe mehrere Söhne. Der ist natürlich buckelig, was soll er auch sonst sein, gell? Wäre auch schlimm, wenn er mal was von den guten Sachen erbt. 11, ich werde sterben, bevor das passiert. Ich sehe es kommen. Wie geht's uns hier? Herrenhaus haben wir gebaut. Wir haben die vielleicht Schatzkammer gebaut. Häuptling von Cola, rechtmäßige Einkerkerung, die interessieren mich aber nicht zur Zeit. Das Rote Meer, ich glaube nicht. Müsste jetzt, aber ich glaube, da kann man mit keinem einzigen Schiff hin. Von nirgendwo so ungefähr. Was ist das eigentlich? Ich will niemanden zu den Waffen rufen, ach ja. Natürlich kommt man inzwischen ins Rote Meer. Entschuldigung. Ich werde jetzt irgendwie gerade diesen Indien-DLC ignoriert. Ich würde das Königreich Dänemark auch noch erschaffen. Würde durchaus Sinn ergeben. Ich bin gerade ein bisschen geizig mit meinem Gold. Irgendwie hakt es in dem Menü gerade ein bisschen. Okay, es konvertieren noch mehr Leute, das ist immer schön. Sehr schön. Sind die auch mal konvertiert? Das ist gut. Darfst du mal woanders hingehen? Einfach mal fröhlich durch die Gegend konvertieren. Warum haben die eigentlich keinen Vormund? Vor allem du nicht. Okay. Jetzt alle den Vorgeschlagenen, weil es mir bis auf beim Sohn eigentlich auch relativ wurscht ist. Ist beim Erben. Ja, natürlich, das HRR mit meinen, mit dem lächerlichen Stückchen Armee, das ich habe, ist sehr, sehr lustig. Das kann sogar das Heilige Römische Reich noch schlagen, den traurigen Rest, was ich noch habe. So, dann gehen wir mal mit unseren eigenen Truppen auf Plünderfahrt.
Okay. Achso, die könnte ich auch noch mitnehmen. Ihr nicht, aber ihr müsste doch eigentlich noch funktionieren. Gut. Ich glaube, die Tanz geht noch ganz gut. Grenzte Macht der Krone. Ja, gut, die Abasinen sind halt verdammt mächtig zurzeit. Und Georgien geht's gut. Sehr interessant. Das kann sein, Wodka-Genosse, dass dann die Muslime zu mir kommen. Irgendwann muss er den Norden erobern. Dublin mit. Oh, schöne irische Schreibweise. So altirische Schreibweise vor allem. Müssten die Spanier nicht bald Stress mit den Spaniern bekommen? Die Spanier haben immer Stress mit den Spaniern. Vor allem, weil die scheiß Spanier die Spanier keine Siesta machen lassen. Hahaha, Kulturwitz. Einmal rund um Irland. Oha. Ja, da haben die natürlich nicht viele Chancen gegen so einen Aufstand. Ah ja, gut, das wäre jetzt eh nicht mehr so wichtig gewesen, weil ich ja nicht mehr das Problem hatte im Großen und Ganzen mit dem Zeitsmann von Naumadal. Vielleicht kriege ich ihn ja mal dazu zu konvertieren, wenn er mich lieb genug hat. Konstantinopel. Gut, spielt also schlecht. Radok-Spiele ändern sich viel zu stark mit all diesen DLCs. Keine Ahnung mehr, was passiert. Gelbe Landmasse unten sind die Umayyaden, denen geht's viel zu gut gerade. Okay. Okay, da ist zumindest ein bisschen Geld drin bei denen. Schlagen wir die Truppen, sagen sie noch wenig Moral haben. Isle of Man oder Insel Manu. Hey, meine Tochter wird ein kaufmännisches Genie. Wie schön. Und natürlich depressiv. Warum auch nicht? Du, wen willst du denn heiraten? Folgende Titel. Sevira.
Ja, warum eigentlich nicht? Gemeinde der Reformate des muslimischen Glaubens, fast. Das Schiff wenigstens mal voll in Irland. Ist ja viel zu arm, als man wirklich was kriegen könnte. Okay. Wie ist jetzt eigentlich mit meinem Sohn aus? Dem habe ich immer noch keine Verlobte gesucht. Das wäre noch in Ordnung. 21. Müsste eigentlich auch noch gehen. Jetzt viele gute Eigenschaften. Tengris ist mir jetzt wurscht. Ein paar Ansprüche sind da wahrscheinlich uninteressant. Was gibt es im Alter? Überdurchschnittlicher, diese 0. Bisschen näher meinem Alter sollte sie schon sein. Auch wenn sie gute Fähigkeiten, auch wenn sie was Vererbbares hat. Also auch gut, wenn man früh einen Sohn kriegt, damit eine Möglichkeit hat, alt zu werden, da überdurchschnittlich, wenn das gehen sollte. Wenn Eirik ermorden will, niemals. Lieber den anderen, lieber den buckligen Sohn. Keine Ahnung, Markus Anton, musst du Textreport fragen. Ich habe keine höheren technischen Kenntnisse von dem Spiel, tut mir leid. Passt mal kurz nicht auf, wenn man was trinken will, und schon geht alles den Bach runter. Ha, unglaublich. Unglaublich. Frage, ob es das Gefolge war oder nicht. Gefolge würde lange dauern, sich wieder aufzufrischen. Dir fehlt ein Vorbund, mein geliebter Sohn. Ja, das habe ich gehört, aber wo denn? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber wenn du mir sagst, wo? Kann ich hier geduldig eingeben? Ah, ich dachte, da müsste man eventuell schon was Eigenes machen. Darum finde ich jetzt euch, aber den Kauf, wenn ihr Genie seid. Ah ja, gut, ich habe mich schon gefragt, wo das ist. Ich vergesse Sachen viel zu schnell, das ist frustrierend. Ich sollte nur ein einziges Spiel spielen, da vergesse ich nicht so viel. So, du bist mir jetzt mal kurz egal. Markdorf. Ich schaue jetzt mal, dass ich die alle ausbauen kann. Gut. Preußen retten vor Litauen. Kleinpolen. Ja. Was mache ich da mit Preußen? Direkt Preußen gibt es ja gerade gar kein so. Das sind ja alles irgendwelche anderen Leute. Okay. Teil von Litauen, wie es sich gehört. Wäre mal an. Hallo Graf 22. Geh mal dahin. Ich nehme an, du willst trotz allem nicht konvertieren. Das würde mich auch stark wundern. Doch, willst du sogar. Ich bin schockiert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mein Vasallen wird nicht angezeigt, welche Religion die angehören. Das wäre gar nicht mal so uninteressant. Ich muss nach Genies suchen. Ich dachte, es gibt ein Tatsache. Ich dachte, es gibt einfach keine. Achso, Genius, klar. Oh Gott. Also, mein eigenes Reich. Und zwar. Alt. Das geht nicht, dass ich nach der Religion Alt-Dings suche oder wie.
Nicht meine Religion. Ah ja, gut, da finde ich sie zumindest teilweise sozusagen. Herrscher, ja. Okay. Aber es sind alles nicht meine direkten Untertanen. Das heißt, ich kann von euch auch nichts fordern, dann ist es mir egal. Ah, ja. Es gibt Streit um den rechtlichen Stand von Preußen. Unheimlich seltsam. Gut. Sohn wird volljährig. Sonst gibt es was auf die Fresse. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber ist mir egal. Gut. Dann nutze ich jetzt mal meine Vasallentruppen, um mir hier einfach... Du bist altgermanisch, dann erobern wir dich einfach direkt. Okay. Ach, der hebt seine Truppen gar nicht erst aus. Das ist sehr, sehr schön. Sehr schön. Die sind auch schon germanisch. Kannst nach Dall gehen. Ich werde von Preußen überrannt. Das ist schlecht, Nairolf. Das ist sehr schlecht. Schlagen, bis es alt wird. Du, wenn man es lang genug schlägt, ist es am Ende älter. Glaub's mir. Mein Sohn ist an Pneumie gestorben. Wie praktisch. Der arme Junge. Kämmerer möchte zum Drangsehen von Bauernstein nicht bezahlen. Schlägertrupps anwerben. Nee. Weil die risikolokale Revolte wahrscheinlich keinen wirklich großen Unterschied gemacht hätte. Ja, die Handelsschiffe zwangsverpflichten, das klingt nach einer nicht wirklich sinnvollen Idee. Das ging ja schnell. So schnell kann ich die hier gar nicht umsetzen. September. Ja, es ist das Schöne, dass die neuen Religionen einfach sozusagen stärker sind als die alten. Sind sie nicht hübsch. Okay. Wir haben fröhlich was geerbt. Männer, Herrscher, nein. Meine Religion, meine Kultur. Und du kriegst es. Arland. Das Arland werde ich einfach nicht los, ich merke schon. Jetzt habe ich meine Dings aus Versehen mitgeschickt. Mein Gefolge, nicht, dass es relativ egal wäre, aber es war eigentlich nicht so geplant. Aha. 67%. Das finde ich immer extrem nervig, wenn ich Leute einkerkern kann, aber dann nicht hinrichten. Warum soll ich sie dann großartig einkerkern? Gut, ich kann die 70 Gold fordern, das war's dann auch schon. Beziehungsweise verbessert das ja tatsächlich die Meinung aus irgendwelchen Gründen. Das hässliche Loch auch mal gestopft. Geh weg. Verdammt. Landtitel gewähren, Jamtaland. Gut. Meine Domain-Truppen bauen sich irgendwie auch nur sehr langsam wieder auf.
Dann bauen wir jetzt das Herrenhaus noch schnell. Sehr schön. Soweit, so gut. So, dann einen Moment, bin sofort wieder da.